Alexei, ich möchte etwas ansprechen, was heute schon mal aufkam. Es wird dir zuwider sein, aber bitte denk darüber nach. Wenn du getötet wirst, falls es wirklich dazu kommt, welche Botschaft hinterlässt du dem russischen Volk? Alexei Nawalny hat die gefährlichste Wahl der Welt getroffen, gegen den Herrscher im Kreml anzutreten. Wladimir Putin. Wenn ich Putin bekämpfen und das Land anführen will, muss ich die Leute organisieren. Was denken Sie über die Kriege in der Ukraine und in Syrien? Schluss mit Krieg! Der Kreml hasst Nawalny so sehr, man nennt ihn nicht mal beim Namen. Ich wurde aus dem Fernsehen verbannt, kam auf die schwarze Liste. Als ich immer berühmter wurde, dachte ich, dass sie mich nicht einfach umbringen können. Da lagst du falsch. Total daneben. Alexei Nawalny kommt in diesem Krankenhaus in Berlin an. Wenn der eigene Vater, ein führender Oppositioneller, vergiftet wird, das war wie in einem Krimi. Come on. Vergiftet? Echt jetzt? Ein Schock. Das war wie eine Unterschrift am Tatort zu hinterlassen. So dumm. Ein inländischer Mordapparat von industriellem Ausmaß. Er ruft die Täter nacheinander persönlich an und wir zeichnen das auf. Hier spricht Alexei Nawalny. Ich wollte fragen, warum Sie mich umbringen wollten. Oh mein Gott. Du hast ihm den Tag versaut. Nawalny stellt sich erneut dem Kreml entgegen. Ich will zurück, um Russland zu ändern. Es ist wert, dafür zu kämpfen. Haben Sie keine Angst? Seid nicht tatenlos.